Servus Leute, Unterlöchchen und willkommen zu einem neuen Video von mir. Der neue Monat hat angefangen und ich möchte natürlich meine Stinking Funds und die anderen Umschläge wieder besparen. Und dann würde ich auch mal sagen, legen wir gleich los. Es ist wirklich sehr kalt hier, muss ich sagen. Also die Kerze ist natürlich schön wärmend hier. Aber naja, so ist es. Ich habe mir auch einen Kaffee gemacht. Der schmeckt wirklich sehr gut, vor allem wenn er kalt ist. Aber ich habe ihn dann irgendwie auch total vergessen und habe ihn mir noch schnell geholt. Ich möchte ja, wie gesagt, jetzt hier meine Umschläge mit euch besparen. Was allerdings noch neu mit dazugekommen ist, ist eine Waschbar-Challenge sozusagen. Also immer, wenn man etwas wäscht, beziehungsweise wenn wir etwas waschen, dann tue ich 1 Euro in unsere Sparbüchse rein. Aber nicht immer. Ich habe hier zum Beispiel nur 90 Cent gehabt als Kleingeld. Dann habe ich nur 90 Cent reingetan. Aber alles, was ein komplettes T-Shirt hier darstellt und ausgemalt ist, das ist dann insgesamt 1 Euro. Von dem her, ja, ich habe da mir eine sehr süße kleine Box zusammen gemacht. Und genau, da kommt das ganze Geld dann rein. Ich werde das alles noch ein bisschen kleiner machen und dann eventuell auch noch zusätzlichen Umschläge machen. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt kommen wir erstmal zu den ganzen Umschlägen an sich. Ich fange natürlich wieder mit dem Wichtigsten an. Und das sind bei uns die Lebensmittel. Da kommen wieder 400 Euro rein. Ich habe das Restgeld, was hier noch drin gewesen ist, einfach hier mit dazu gepackt. Das mache ich ab sofort immer am Ende des Monats, dass ich einfach alles wirklich hier rauslege und dann das Ganze bespare bzw. bestücke dementsprechend. Und jetzt komme ich zu den Lebensmitteln. 400 Euro kommen hier rein, 100, 200, 300, 400 und so schnell ist das Geld futsch bzw. weg. Ich werde es gleich in die Mitte noch rücken. Aber jetzt haben wir hier für die Lebensmittel wieder 400 Euro insgesamt zur Verfügung. Bäcker, Wechselgeld, da werde ich diesmal insgesamt 20 Euro nur reinpacken. Wir sind sehr enttäuscht gewesen von unserem Bäcker hier im Dorf. Die Brezen waren steinhart, die Brötchen waren total lapprig. Wenn man fragt, wieso, weshalb, warum, die Mehrheit möchte das einfach so. Ja, ich persönlich mag das nicht unbedingt auf eine Schuhsohle rumzukauen, aber okay, ganz ehrlich, da werden wir dann wirklich unsere Tiefkühlbrezen nehmen und die aufbacken selber zu Hause. Und da haben wir, glaube ich, wesentlich mehr davon. Essen gehen, Essen bestellen. Wir werden im Dezember definitiv einmal essen gehen und zwar in ein sehr schönes Restaurant, wo anscheinend auch kleine Roboter einem das Essen bringen. Ich bin wirklich sehr gespannt, ob das stattfinden wird und ob das tatsächlich so ist, wie mein Kumpel mir das gesagt hat. Und da kommen 60 Euro jetzt insgesamt rein, wobei ich wahrscheinlich eher 80 Euro machen sollte. 20, 40, 60, 80. Denn das kostet insgesamt 30 Euro pro Person an sich schon. Und ich mache einfach noch meine 20 Euro als Bunker und als Puffer noch mit rein. Dann tanken. Das hatte ich auch rausgenommen gehabt. Ich habe lediglich 5 Euro meiner besten Freundin als Spritgeld gegeben. Von dem her weiß ich gerade nicht, ob ich den überhaupt noch weiter besparen soll. Denn da mein Mann jetzt hauptsächlich fährt, hat er auch gesagt, dass er dafür aufkommen möchte. Aber ja, ich weiß nicht, das Geld kommt halt einfach dann wieder genauso raus, wie es reingewandert ist. Und ich weiß nicht, ob das wirklich Sinn ergibt. Wenn was übrig bleiben sollte, dann werde ich das auf jeden Fall so machen. Jetzt haben wir das auf jeden Fall schon mal erledigt. Und dann kommen wir zu den Sinking Fund 1. Die sind ja am wichtigsten, sagen wir mal so, weil die ja bespart werden müssen quasi. Und dann kommt das jetzt hier rein. Also hier kommen dann 25 Euro insgesamt rein und dann schreibe ich jetzt hier mal Dezember 21 plus 25 Euro und dann müssen da 350 Euro insgesamt drin sein. Jetzt mache ich das mal so, 20 und 30, das kommt dann hier hinten hin und dann schauen wir doch mal, wie viel da drin ist. Also 100, 200, 50, 60, 70, 80, 90, 300, 10, 20, 30, 40, 50, 350 Euro sind insgesamt drin.
Ich werde das jetzt mal ganz kurz hier ein bisschen kleiner machen. Also 10, 20, 30, 40. Wobei es eigentlich egal ist. Lassen wir es einfach mal so drin. Dann kommt das Auto hier wieder rein. Beziehungsweise das Geld fürs Auto kommt wieder rein. Und der Sinking Fund Tracker, da haben wir jetzt 350 Euro insgesamt schon angespart. Gut, Auto fertig. Jetzt kommt die Schule von der Großen. Da müssten dann 20 Euro drin sein. 20 Euro sind drin. Ich hatte da 10 Euro rausgenommen gehabt am 9.11. Ich weiß nicht mehr warum, aber ist ja auch egal. Dann schreibe ich das hier mal hin. Dezember 21 plus 10 Euro. Und dann sind da 30 Euro insgesamt drin. So. 150 ist das Ziel. Schauen wir mal. Weil ich ja die 10 Euro da rausgetan habe, aber zur Not kommen da dann einfach nochmal zusätzlich 10 Euro rein. Amazon Prime, das ist ja schon komplett fertig bespart, genauso wie Ostern ist fertig, Geburtstag ist fertig und Weihnachten beginnt ja im Januar. Von dem her brauche ich da jetzt nichts machen. Dann kommen wir zu den Sinking Fund 2. Das ist die Spar-Challenge. Das sind die Sinking Funds 2. So, da haben wir einmal Gesundheit. Da sind insgesamt 60 Euro drin oder sollten zumindest drin sein. Ja, 60 Euro sind drin. Dann Dezember 21 plus 10 Euro und dann sind 70 Euro insgesamt drin. Davon werden, wie gesagt, Medikamente gezahlt oder als ich ja eine Physiotherapie hatte, da musste ich zu dem Rezept noch was mit dazu zahlen und da wird dann das davon eben gezahlt. Deswegen habe ich das jetzt hier komplett zusammengefasst. Und dann kommt Kleidung. Da habe ich ja etwas eingekauft. Und zwar habe ich da eine sehr große Summe ausgegeben. Aber naja, da sind dann jetzt 0 Euro noch drin. Und jetzt kommen wieder 50 Euro mit rein. Also haben wir ein Budget von 50 Euro für die Kleidung. Aber ich denke mal nicht, dass jetzt halt in nächster Zeit irgendwas ansteht. Von dem her, ja, wird sich da jetzt mit Sicherheit wieder einiges ansammeln. Jetzt schaue ich mal, was ich mit dem restlichen Geld mache. Das kommt dann in meine ganzen Spar-Challenges rein. Wie gesagt, ich werde dann demnächst noch die eine Spar-Challenge mit der Geldwäsche sozusagen, werde ich dann noch einen extra Umschlag machen und dann kommt das da rein. Jetzt gucken wir erstmal hier. Ich habe hier einmal die 5 Euro Spar-Challenge. Ich habe meinem Mann bloß die ganzen 5er mitgegeben und umgetauscht. Deswegen sind da jetzt 21 Euro drin. Ich gucke mal, wie viele 5er wir haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr schön. Hey. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, dann dürfen uns eigentlich nicht mehr allzu viele fehlen, bis ich die Nudelmaschine mir holen kann. Davon möchte ich mir eine Nudelmaschine kaufen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele da insgesamt drin sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 30, 5 mal 3, uiuiuiui, ja, da ist schon einiges drin. 150 Euro sind jetzt insgesamt drin. Ja, wird doch langsam. Jetzt schaue ich mal kurz nach, ob das wirklich stimmt. 120, 30, 40, 50, perfekt. Das stimmt, dann kommt das hier wieder rein. Hoppala, na komm, rein mit dir. Ich muss einfach mal so, genau. Und jetzt kommen wir zur nächsten Spar-Challenge, beziehungsweise ist ja keine Spar-Challenge in dem Sinne, sondern alles, was übrig bleibt, kommt hier rein in die, ja, ich sag mal, Einrichtung. Eigentlich ist es Sofa, könnte ich schreiben, denn ich möchte mir ja gerne ein neues Sofa holen für unten im Wohnzimmer. Und das kostet einfach dementsprechend Geld, also es ist wirklich sehr teuer. Denn ich möchte gerne so ein, ich sag mal, elektrisches haben, wo ich einfach die Füße hochlegen kann und das einfach so schön runterfährt. Ja, müssen wir mal gucken, wie lange es dauert, bis ich mir das leisten kann. Beziehungsweise hier uns. Da kommen jetzt 20, 40, 60. Ich mache mal 60 Euro, weil dann kann ich die 10 beziehungsweise die 2 Zehner hier ins Tanken noch mit reinmachen. Dann haben wir hier im Dezember plus 60 Euro und haben jetzt 260 Euro da insgesamt drin.
Ich rechne trotzdem sicherheitshalber nochmal nach, auch wenn ich es eigentlich auf einen Blick sehe. Aber trotz alledem 100, 200, 20, 40, 60, 260 Euro für das Sofa, was eigentlich 4000 Euro kostet. Huhu! Wir kommen der Sache doch schon näher. So. Es wird. Kleinvieh macht bekanntlich ja auch Mist. Und so sieht das Ganze doch schon besser aus. Jetzt kommen noch die 2 Zehner zum Tanken mit rein. Und natürlich ist auch wieder ein bisschen Kleingeld übrig geblieben. Das werde ich dann demnächst in eine separate Box machen, denn davon möchte ich dann quasi so Sachen wie das hier besparen und auch noch andere Spar-Challenges, wo ich gerade am Bearbeiten bin. Und da kommt dann ja das einfach da dann rein, dementsprechend. Ja, ich muss mir, wie gesagt, noch die Box suchen. Ich weiß noch nicht was, wobei ich hier hinten einen wirklich schönen Kelch habe. Ob man das Kelch nennen kann, ich habe keine Ahnung. Ich nenne es jetzt einfach mal Kelch. Ich zeige euch das mal. Das hier, das habe ich damals meiner Oma gekauft gehabt. Da ist noch ein zweites Glas mit dabei gewesen, denn sie liebt diese Gläser. Und ich ehrlich gesagt auch, ich finde die wirklich so wunderschön. Und ja, als sie dann verstorben ist, habe ich die Gläser wieder bekommen, beziehungsweise mir genommen, weil es einfach auch eine ja, schöne Erinnerung an meine Oma ist. Und da könnte ich jetzt da theoretisch das ganze Kleingeld reintun, wobei das auch irgendwie zu schade ist, oder? Wenn ich jetzt da das... Irgendwie ist es zu schade. Nee, das mache ich lieber nicht. Das sind mir die Gläser dann doch ein bisschen zu wichtig und wertvoll. Ich werde einfach diesen Umschlag hinnehmen und dann das ganze Geld da reintun. Da ist sehr viel Münzgeld drin. So. Wobei das mein Mann bekommt. Das kommt dann in den Umschlag rein. So. Das ist für meinen Mann. Denn er hat so ein Sparschwein hin, wo er die ganzen Dinge hier schon gesammelt hat. Und dann kommt es da einfach bei ihm noch mit rein. Jetzt habe ich aber leider keinen weiteren Umschlag mehr, sonst hätte ich das da reintun können. Aber naja, gut, dann kriegt das halt einfach so in die Hand gedrückt. Ja. Oder ich tue es doch kurz mit rein, bis ich es runtergetragen habe. Okay, wir machen es jetzt einfach mal so. Gut. Schön, dass wir darüber geredet haben. Naja, dann sind wir auch schon am Ende vom Video angekommen. Hier nochmal die ganzen Umschläge, beziehungsweise die ganzen, ja, Budgets. Endlich ist alles wieder voll. Das ist ja wirklich mein liebstes Video. Ich liebe es einfach, das Ganze hier zu besparen. Es ist so ein tolles Gefühl, wenn man einfach weiß, okay, es ist für alles vorgesorgt. Wenn jetzt die Schule kommt und sagt, ey, wir brauchen da was, dann habe ich dafür das Geld hier. Und auch für die Geburtstage, für Ostern, für Weihnachten. Ich finde es wirklich total beruhigend. Ja, und apropos von den Plätzchen hier. Unser Jack Sparrow, der lebt noch. Da werden wir dann heute wahrscheinlich noch eine Portion Plätzchen backen. Aber nicht Butterplätzchen, sondern, oh Gott, wie nennen die sich nochmal? Ich glaube, Olga-Ringe. Und ja, so geklebt er einfach. Und auch diese, ich glaube, Engelsauge nennt sich das? Ich glaube ja. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Von dem her, ja, ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr mehr solche Videos sehen wollt und nicht mehr verpassen möchtet, dann könnt ihr gerne hier unten einmal meinen Kanal abonnieren. Das ist komplett kostenlos. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Video von mir online kommt. Und dann sehen wir uns auch schon beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.